Siehst du mich noch? Ja. Ich muss mal kurz landen. Da hinten ist irgendein Tor oder so. Warte. Bin noch nicht da. Removed 4 Armor Berry. Auf zu fressen, du doofe Motte. Ich find's schade, dass man mit einem Tier nicht senkrecht nach oben flattern kann. Unten bist du. Ja, das stimmt. Es ist so einfach senkrechter Flug nach oben, das wäre. Oh, da ist ein geiler Agentavis. Grün, Alter. Stimmt. Oder der hat einfach nur Magen-Darm. Glaubt, der hat einfach nur Magen-Darm. So, in die Richtung da hinten, siehst du das? Dieses Tor da in der Felswand? Alter, das sieht geil aus, aber ich glaube, da hat schon jemand gebaut, weil es so geil ist. Sicher? Ich glaube, das ist eine Ruine. Wenn das eine Ruine ist, dann baut man das selbst. Ah, das ist der Eingang zu dieser Schlucht. Das führt durch die ganze Map, führt so eine Schlucht, so eine riesige. Say what? Say what? Da war ich schon mal in einem Stream drin. Hm, ohne mich. Ja, da warst du ja im Urlaub. Beste. Beste. Beste Leben lang. Das Beste zum Feste. Dieses HTML-Koten auf Arbeit. Das Koten auf Arbeit. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Ohne Scheiß, ich hab so Bock auf Info. Aber ich weiß, dass es auch theoretisch wird. Aber ich glaube, es macht mir Spaß. Ich hab wirklich Bock, Alter. Ich hab richtig Bock. Dann habe ich jetzt schon jemanden, der mir eine Website macht. Das wäre geil. Aber ich glaube, Webdesign und HTML und so kommt ein bisschen später. Ja, Semester egal. Oder so wahrscheinlich. Am Anfang ist 7 Semester, sind alle theoretisch. Dauert auch noch ein bisschen, bis ich eine Website brauche. Also bei 365, ich habe schon wieder einen Abonnenten verloren heute. Nein. Und doch, voll schade. Oh. Ja. Also hier, aber ja, ich weiß nicht, die Hülle ist irgendwie nicht so. Sieht zwar schick aus, aber es ist nichts, wo ich sagen würde, hier will ich mich jetzt hinbauen irgendwie, weil. Ja, wenn das einfach nur so ein Tor wäre, dann wäre schon geil, aber. Hast halt zu allem echt ewig lange, bis du Ressourcen findest und es ist nie vernünftig hell. Ja, und du hast auch keinen geraden Platz oder so, sondern alle erst mit dummen Schrägen. Okay, dann fliegen wir mal dahinter irgendwo in die Berge, da muss doch irgendwo Wasser sein. Aus den blauen Bergen kommen wir. Unser Lehrer ist genauso dumm wie wir. Mit der Brille auf der Nase sieht er aus wie nur der Hase. Von den blauen Bergen kommen wir. Und der Dani kriegt. Okay, ich kann nicht reden. Aber du hast es versucht, geil. Und der Dani trinkt gerade liebevoll sein Bier, wollte ich sagen. Weil oh, das hätte sich sogar gereimt. Das so schön auf hier. Aber ich habe Kanel und keine Ahnung, dir oder so gesagt und dann war es vorbei. Dann Daniel, 4 Bier am Tag. Oh, in Leipzig haben sie heute einen Litiger, einen Löwe erschossen. Nee. Hast du das mitbekommen? Dix out vor Harambe, Alter. Was? Wieso? Kennst du nicht Harambe, der Gorilla? Ach, der. Weil. Da gibt's das Hashtag Dix out vor Harambe. Das geht gerade auf 9Gig und so um. Kenn ich gar nicht. Bin im Moment nicht so viel auf 9Gig. Es gab, also da war der, es gibt 2 neue Löwen, die sind erst seit August da und die sind heute irgendwie ausgebrochen heute Morgen, noch bevor Besucher kamen. Und den einen konnten sie zurück, also sind noch ganz junge, bist du mir gefolgt? Aber wieso erschießt man den denn dann? Ja, genau, und den einen haben sie zurück ins Gehege bekommen und der andere nicht. Wenn noch keiner drin ist, dann kannst du aber. Ja, aber sie haben ihn betäubt, also sie haben versucht ihn zu betäuben, das hat aber nicht funktioniert. Und dann bestand wohl Gefahr und dann mussten sie ihn erschießen. Also ich bin mir recht sicher, dass sie den nicht erschossen hätten, wenn es nicht unbedingt nötig gewesen wäre. Ja, in Deutschland nicht. Das traue ich denen schon zu. Vor allen Dingen, allein vom finanziellen Wert, was so ein Löwe kostet einfach nur, den werden die ja nicht einfach über den Haufen ballern, wenn ich wirklich was... Wo bist du denn jetzt schon wieder? Du bist vor Bergrad geflogen, jetzt bist du schon wieder weg. Ich bin über dem Berg rüber. Hier, rechts. Ja, ich suche eine Wasserquelle. Du suchst eine Wasserquelle, okay, dann suche ich mit dir. Genau. Möge das Glück mit uns sein. Die hört man, oder was? Plätschert die? Nein. Da hinten ist vielleicht eine. Ich mache das jetzt so rein intuitiv, dass ich sehe, ah, okay, da ist ja, wäre schon ein cooler Platz hier eigentlich mit diesem Steinfelsen hier. Ja. Da ich bin jetzt mal hier bei dem Drop. Okay, ich gebe zu, wir gucken gerade auf eine kleine Karte nebenbei, hier am Handy. Wo die Wasserquellen eingezeichnet sind.
Und hier müsste, weil das ist alles beim roten Job, über dem roten Job der Punkt. Ne, das ist jetzt falsch. Hier. Ich hab sie. Da müsste eine Wasserquelle sein. Ich brauch keine Karte. Wo ist sie denn? Meine Motto steht drin. Und damit haben wir unseren Bauplatz. Und der sieht richtig geil aus, weil wir haben so ein übelstes Steintor über uns. Übelstes Steinrahmen. Okay, ich weiß nicht, wo du bist. Ach, da unten. Sicher? Aber hier ist man so verletzlich. Wir können es uns ja auf jeden Fall mal merken, weil da ist noch eine zweite schöne Stelle auf der Karte. Aber ich finde es da oben mit diesem Steintor, finde ich saugeil. Aber es ist halt wieder sau ungeländig hier. Ja gut, aber dafür gibt es ja Stützen. Okay, wollen wir mal noch zu dem anderen Punkt gucken? Der müsste einfach ein Stück nördlich sein. Nördlich. Nördlich. Ich hasse Menschen, die bei einer Richtungsangabe Norden, Osten, Westen ja, und Süden angeben. Weil ich kenne mich doch da nicht aus. Ja, aber wie soll ich denn das sonst sagen? Wir können ja den Norden, Süden und Osten andere Namen geben. Wir nennen jetzt Norden, nennen wir jetzt einfach Franz. Also Richtung Franz. Und gleich kommst du durchs Mikro und erwürgst mich. Ja. Wahrscheinlich. Irgendwo hier sollte auch einer sein. Laut der Map. Oh, hier ist ein Golem-Zähmgehege. Wem ist das? Talon, ja, war ja klar. Was ist denn ein Golem-Zähmgehege? Naja, hier ist ein Portal und dann tut er wahrscheinlich mit so einem rechts von dir. Mit so einem mobilen Portal saugt er wahrscheinlich die Golems ein und dann lässt er die hier. Golems? Kann man doch auch andere Sachen mitnehmen. Ja, nein, aber dann saugt er die hier ein, weißt du, und dann backen die sich hier in den Stützen fest und er kann von oben mit der Kanone auf die Golems schießen. Was ist das für eine Kanone, Alter? Sprich, es ist ein Golem-Zähm-Gehege. Aber mit der Kanone. Ah, okay, auch die zähmen, Wasserquelle. Oder? Ja, mit der kannst du Golems zähmen. Ich dachte, das wäre dir klar. Also, die Wasserquelle ist bebaut. Na gut. Also, ich fand den Platz da oben ganz cool eigentlich. Ja? Und du willst wahrscheinlich auch nicht noch woanders hingucken? Och, können wir schon machen, wir haben noch Zeit. Wollen wir noch zum grünen Obelisken rüber gucken, auf die andere Seite der Map? Mach mal. Mach mal, ist kein Problem. MBS. Okay, wir mal landen kurz. Und dann gebe ich mal die Richtung an. Ja, du kannst auch da unten landen. Ist okay, liebe Motte. Oder wir landen da oben beim Dani. Die landen immer nicht, das ist so geil. Ja, die Motte sind echt ein bisschen dumm. Ich glaube, in die Richtung auf jeden Fall. Ja, darüber. Da müssten noch ein paar Wasserstellen schönes sein. Wir können uns natürlich auch ganz rechts oben auf die Map. Da ist auch ein Wasserpunkt, mitten in der Wüste. Bei 10,85 ist die. 10? Ganz oben rechts. Ja. Aber ich glaube, das ist mir ein bisschen weit. Wir können auch noch ein bisschen weiter nördlich zum blauen Dorf erstmal fliegen. 10,85. Ja. 10,85 ist bei mir beides Male kein Land. Ja, da ist doch Sand. Da kannst du doch hin. Ach lol. Ist doch Sand außenrum alles. Da kannst du überall hin. Ja, ist das nicht ein bisschen weit weg? Ja, es sind auch keine Ressourcen da wahrscheinlich. Wollen wir ein bisschen erstmal nach Norden, also nach oben noch zu dem blauen Obelisk fliegen? Weil da ist noch ein Wasserdrop. Eine Wasserstelle, die an dem Berghang sein könnte, was ganz geil aussehen könnte. Ja. Okay. Da müssen wir in die Richtung. Blauen Bergen kommen wir. Unser Lehrer ist genauso dumm wie wir. Jetzt bist du dran. Mit der Brille auf der Nase sieht er aus wie ein Osterhase. Von den blauen Bergen kommen wir. Und trinken Von ganz den viel blauen Bier. Bergen kommen wir. Und der Dani, der trinkt ganz gerne sein Bier. Und der Jo trinkt lieber Wasser. Weil so lebt es sich viel krasser. Und von den blauen Bergen kommen wir. Das Leben ist ohne Alkohol viel krasser, so ist besser. Das ist der Hardcore-Mode ohne Alk. Alles klar.
Ich sehe schon, jetzt ist final. Sascha will auf jeden Fall die Boyband mit uns gründen. Dann singen wir lauter so Klassiker. Boah, ich hab heute so ein Ballermann-Lied angehört. Aus Versehen. Weiß nicht, ob du das kennst. Irgendwie Helikopter heißt es oder so. Sagt mir spontan nichts. Wie macht die Doppel? Und. Nix essen, jo, du bist hier vor der Kamera. Hey, apropos Essen! Was denn? Ich hatte hier was zu knabbern und Clara hat es weggefressen, ich glaube, es hakt. Das lag hier mit Grund! Das gibt Ärger. Leute, das gibt Ärger. Ach, voll süß heute Morgen, wie du meintest, wegen dem Stress. Ja, okay. Sie hatte sich nur beschwert, weil der Stream 5 Minuten länger als geplant ging und sie wollte. So lang kann sie auch noch auf dich warten, ja. Eben. Du bist nach 5 Minuten auch noch genauso knackig. Ich bin immer knackig. Du siehst mich. Hund. Ja, ein Stückchen rechts. Du siehst mich auch. Seit wann habt ihr einen Hund? Der Nachbarshund. Achso. Stech sie ab, die Töle! Nein, natürlich nicht. Meine liebe Hunde. Hunde sind toll. Irgendwann mal besorge ich mir auch einen Hund. Ja, irgendwann besorge ich es mir auch mal. Mit einem Hund? Du bist ja eklig, Daniel. Ich brauche eine Frau, die entweder Katzen oder Hunde sehr gern mag. Ich weiß, wenn du eine findest, die beides sehr gern mag. Das wäre super. Aber mit Katzen kann man nicht so viel machen, aber die sind voll kuschelig. Ja. Und also, wenn du eine kuschelbedürftige Hunde, Katze, also eine zutrauliche Katze hast, dann hast du eigentlich echt gewonnen. Ja. Gebe ich dann immer Lasagne und nenne sie Garfield. Und dann wird sie fett und stirbt an Fettleibigkeit und Katzendiabetes. Ja, dann kaufen wir uns einen Hund. Ach ja. Und den lässt du immer auf seinem Hundedach schlafen und nennst ihn Snoopy. Und dann fährt er an Erkältung. Den Snoop Dogg. Oh, yeah. Snoop Dogg. Nein, dann muss er mal kiffen. Jo, Hund! Lade ich einfach den Hannes mal ein, dann läuft das. Hey, jetzt kann man doch hier keine Gerüchte verstreuen. Ich glaube, bald kommt wieder ein Sturm. Ey, ich flieg mal zum blauen Drop. In erster Linie, weil es mich interessiert, warum da ein Tunnel ist. Oh, stimmt. Ich höre was. Offensichtlich. Warum ist der blaue Drop welche Farbe hat der? Einen gelben Ring um sich rum. Oder einen orangen? Vielleicht ist das ein Saturn-Drop. Alter, das wär's jetzt. So ein Special-Drop. Mit special things in it. Nein. Blueprints. Super. Super. Ist ja auch ein blauer Top. Ey, da kriegst du Kriegst. Da sind drei Kanus auf dem Hügel, auf dem Stein. Vier. Lol, schau mal links oben. Was machen die denn da? Kanu-Party. Echt so. Nett. Ich will jetzt mal hier unten durchfliegen. Sieht irgendwie cool aus. Ja. Hier haben wir es übrigens gar nicht so weit weg bis zur Drachenschlucht. Wo es die Drachen gibt. Ja, aber ich will eine Wasserquelle. Ja, ich auch. Oh, ist das cool hier. Warum ist denn hier oben keine Wasserquelle? Das wär's. Oh! Hier oben eine Wasserquelle. Instant würde ich mir hier hinbauen. Instant, ein Turm. So ein Wurfturm. Ein Wurfturm. Aber ich würde auf jeden Fall den Baum stehen lassen, weil der Baum ist schick. Oh, warum ist hier kein Wasser? Das ist ja mal eine mega coole Stelle. Geil, ja. Ist geil. So, und irgendwo müsste jetzt noch. Da ist es da geht. Ja, das ist wahrscheinlich hier so ein Farmort. Wahrscheinlich darfst du dich hier. Laut Serverregeln gar nicht hinbauen. Mit diese Serverregeln. Ja, zum Kotzen, ey. Krieg richtig die Motten, ey. Heute mal wieder gut drauf, gell? Ein dummer Spruch nach dem anderen. Echt so? So muss das hier bei Ark. Ist schon arg schlimm. Okay, der war jetzt echt, also es tut mir leid, Mädels. Ja, ich bin mal weitergeflogen, falls du es nicht gesehen hast, ne? Wieder den Berg runter, ein bisschen Richtung blauer Drop. Drop. Blaues Dings da.
bitte nicht, die Stelle sieht auch ganz cool aus. Bitte ist da, hat da sich keiner hinbegebaut. Jetzt Richtung bitte, bitte, bitte. Monument, Richtung Monument. Ja, und dann ein bisschen rechts. Ach, ja, ja, ich hab dich. Ja, okay. Aber hier sitzt auch echt. Oh. Nein, es hat sich jemand. Ich hab dich nicht. Wollen wir nicht unten ans Wasser einfach da? Ja, aber so nah an Drops bauen ist auch mal blöd. Ja, wieso denn das Monument? Nein, hier hat sich einer hingebaut. An Drops, warum sage ich denn dauernd Drops an Monumente? Der Drops ist gelutscht. Bitte nicht den Drop lutschen. So, hier irgendwo. Aber hier hat sich schon einer hingebaut. Ja, ist ja eigentlich egal, muss ich auch nicht suchen. Ja, treffen wir uns mal beim blauen Monument und dann gehen wir mal noch zum grünen rüber, weil da gibt es auch noch ein paar schöne Stellen. Yes, sir. Und wenn wir dann immer noch nichts gefunden haben, dann bauen wir uns an dem einen Platz dahin. Ja, aber irgendwie gefällt es mir da auch nicht. Ich finde so eine offenere Gegend. So, offen. So eine offenere Gegend hier finde ich schöner. Es ist gut, wäre halt so in eine Richtung offen, sodass du halt dich gut absichern kannst und halt eine geile Aussicht. Ja, diese Aussicht, Schlucht mit dem Tor wäre perfekt gewesen. Jetzt ein bisschen schöner gewesen wäre. Achso, ja, stimmt. Ja, die wäre echt schön. Aber Wasserquelle ist schon wichtig, weil die Regenauffangbehälter, die bringen es halt nicht so viel. Wir können halt auch keine 12 Kilometer Wasser durch die Gegend ziehen. So. Klassiges Leben. Also, eine Möglichkeit wäre jetzt noch, rechts von uns, also rechts auf der Map, in der Mitte siehst du doch diesen Berg, ne? Ja. Da sind noch Wasserquellen. Und sonst wären halt noch welche um den grünen Drop unten rechts bei den drei Bergen da. Beziehungsweise rechts außen bei den drei Bergen da. Da wären noch Wasserquellen. Fliegen wir erstmal zu dem Berg, oder? Wo ist die Drachenschlucht? Drachenschlucht ist jetzt links von uns. Oh, Wolf. Jo. links, alles links klar. Auf der Map. Okay, wir fliegen jetzt mal zu diesem. Ist immer noch scheiße, dass man keinen Bogen nehmen kann, wenn man hier auf diesem Vieh reitet. Oh, ist das ein schöner. Guck mal, ein smaragdgrüner Drache, der sieht ja geil aus. Wieso sagst du Drachen? Weil hier ein smaragdgrüner Drache ist. Achso. Wo bist du denn? Where are you? Nicht so weit weg. Ich weiß leider nicht mehr, wo du bist. Aber du bist zu dem Gebäude geflogen. Nee, andere Richtung. Richtung Map wieder. Zu welchem Gebäude meinst du? Ach, zu dem Gebäude, zu dem großen. Lol, ist der Drache wild? Da. Nee, der gehört wem? Der gehört leider wem. Aber wir konnten den eh nicht zähmen. Aber der ist schön, hä? Smart. Gefällt mir, ja. Ich flieg mal zu dem zu dieser Insel da, ja? Dieser Weißt du, ob das ein Säuredrache ist oder ein Blitzdrache? Ja, oder so? Die grünen sind Säure. Er sieht richtig geil aus. Wem gehört er? Schwarze Wölfe. Schwarze Wölfe, ihr habt einen sehr schönen Drachen gezeigt. Die heißen irgendwie alle irgendwas mit Wölfe und sowas, oder? Hab ich so das Gefühl. Dann nennen wir uns blaue Wölfe. Nein, wir heißen doch Jo und Jo. Ganz kreativ. Oder wolfige Wölfe. Ja. Die Wolfwölfe. Wolfswölfe. Ich bin zu dieser Insel da geflogen. Welche Insel? Zu diesem Berg da in der Mitte. Insel, Berg, Mitte Insel. Ah, dieser jetzt, Berg, ja. Bei 30, 40 fängt der an. Ah, jetzt ja. Eine Insel. Passt sogar diesmal. Ah, ich freue mich schon so morgen auf Mathe. Ach stimmt, du fährst ins Saarland. Auf Friday. Morgen 8 Uhr oder 9 Uhr aufstehen, losfahren, Alter, getötet. Vor allem, ich freue mich auf Autobahn. Du glaubst gar nicht, wie viel Bock ich auf Autofahren habe nach Island. Island, wir sind so viel gefahren und du darfst maximal 90 fahren mit dem scheiß Dacia, Alter. Das war der Horror. Oho. Und jetzt mit dem Mini auf der Autobahn mit 200, Alter. Ich hab so Bock. Nice. Also, hier hat sich auch schon jemand hingebaut an die Wasserquelle. Voll zum Kotzen. Wo bist du? Links oder rechts von dir. Ah, da. Ja, so, du fliegst, glaube ich, gerade zur falschen Motte.
Aber ich sehe dich trotzdem. Ja, ich bin zur falschen Mal geflogen. Bin gerade gelandet. Der Adler ist gelandet. Ausdauer. Nee, die Motte ist gelandet. Flieg, Moritz, flieg! Denn? Ja. I just called to say I search you. Also, da hat sich auch schon jemand hingebaut. Also, deine, auf zum blauen Job. Wenn du deine Motte so aufrichtest, sieht es ganz geil aus eigentlich. Ja, genau so. Von unten sieht es richtig nice aus. Friss meine grüne Kacke! Na gut, dann friss sie nicht. Ah, hier ist unsere alte Basis. Glaubst du, die ist noch da? Glaubst du, sie wurde weggebaut? Ich denke nicht. Nein, sie steht immer noch da. Oh, Wasserfall. Sehr gut. Fienchen hat ganze Arbeit geleistet. Die Tiere stehen auch noch da. Mensch. Ach ja. Tja, da werden Erinnerungen wach. Ich weiß zwar nicht mehr welche, aber es werden welche wach. Ja. Ah, jetzt ja. Nachdem ich Freitag feiern war, hat mir auch ein Kumpel geschrieben. Schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Und ich dachte mir so, alles klar. Weiß ich nichts davon. Ich hab Hunger. Mein Jaboa quiekt. Ich hab Hunger. Ja, ich auch. Wollen wir irgendwas töten? Eigentlich nicht. Aber mein Jaboa quiekt. Du bist rechts von dir, bin ich rechts. Auf diesem Bogen. Auf der Brücke. Brücke ist eigentlich richtig nice, finde ich. Hey, das ist ein totes Tier, ich nehme das mal aus. Oh, perfekt, Alter, wie gerufen. Da ist noch ein totes Tier. Oh, perfekt, Alter, wie gerufen. Jetzt habe ich Angst, warum die alle sterben. Oh, da ist ein Wolf. Oh, perfekt, wie gerufen. Was, ein Wolf? Ist halt nicht so. Hey, ich muss mal die Motte irgendwo landen. Oh, Lord, bitte. So. Ja, das ist der Plan. Also. Level 64. Man kann übrigens auch gedrückt halten. Jo. Dann nehme ich mal noch die zwei Viecher hier aus. Ja, ich kümmere mich mal ein bisschen ums Lagerfeuer. Ja. Dann sammle ich mal noch Holz zum Anzünden. Halt doch die Klappe, Jaboa. Hast du genug für ein Lagerfeuer? Ja. Du kannst Lagerfeuer, glaube ich, nicht auf Stein bauen. Hallo? Lagerfeuer? Kann man nicht auf Stein bauen. Vor allem nicht auf einem, den man abbauen kann. Das ist doch klar, das muss dir doch bewusst sein. Terrorbirds. Also Terrorbirds. Terrorbirds, die machen richtig Terror, Alter. Terror ohne. Aha! Ich bin festgebackt. Willst du dir helfen? Ja, ich bin nämlich festgebackt. Magst du den mal killen? Der macht mich nämlich gerade fertig. Ich hab den Ast zerhauen. Das ist viel schlauer. Danke. Guck mal, das Terrorbird geht ja auch in die Hand. What the fuck? Aha! Upsala! Ja, die Pussy haut ab, Alter. Die weiß genau, dass er jetzt gegessen wird, ey. Sandsturm. Wieso denn schon wieder ein Sandsturm? Das kann nicht wahr sein. Was läuft denn? Komm, baust ein Zelt schön hier hin, dann haben wir schön Platz. Johannes. Brauchen vor allem mal einen Platz zum Wohnen endlich. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich wollte eigentlich was trinken. Hm, Prost. Ist ja schön.
kann Level Up gehen. Level Up. Ich hab mal auf Essen. Ups, ich hab geklickert. Aber die Sandstimme sind aber schon mehr geworden irgendwie, oder? Dicks out for Harambe. Ich brauch was zu essen. Ich auch. Hallo. Wollen wir diese Blocker, Alter? Was denn? Ich entsorg das mal woanders. So, das muss raus. Ich hab kein Wasser mehr. Das. Wir sind doch dauernd an irgendwelchen Wasserquellen. Wie kann denn das jetzt schon wieder sein? Boah, heute ist Michaeli, der Tag des heiligen Michaels, und an diesem Tag begann früher immer die Braumonate, deswegen ist dieses Bier hier heute völlig verdient. Redest du es dir gerade schön, dass du ein Bier trinkst, oder? Na klar. Also, wir hocken jetzt schon wieder hier rum und warten, bis der blöde Sandsturm vorbei ist. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist halt echt doof. Schon das zweite Mal in 50 Minuten. Wir können auch eine kurze Pause machen, während der Sandsturm tobt, hä? Was hältst du davon? Die Zuschauer besser, ja. Ja, okay. Dann sehen wir uns gleich wieder nach dem Sandsturm.